Willkommen zum Tutorial. Hier lernst du, wie du mit Hilfe des Merge Cubes und der App Merge Object Viewer virtuelle 3D-Strukturen in deinen Kursraum bringen kannst. Dafür benötigst du neben der Android- und iOS-App den Merge Cube und einen 6-stelligen Download-Code. Öffne zuerst die Anwendung in deinem Smartphone oder auf deinem Tablet und gebe den 6-stelligen Download-Code in das dafür vorgesehene Feld ein. Danach klickst du einfach nur noch auf Load. Wenn du die App das erste Mal nutzt, musst du nun die 3D-Struktur herunterladen und kannst danach erst auf den Play-Button klicken. Halte nun den Merge Cube vor deine Kamera und achte hierbei auf gute Lichtverhältnisse. Die Struktur des Kristalls kannst du jetzt innerhalb des Würfels sehen. Diesen kannst du beliebig bewegen. Wenn du die Kristallstruktur auf den Boden deines Kursraums setzen möchtest, legst du einfach den Schalter rechts unten im Display um. Die Funktion kann jedoch nicht von allen Smartphones und Tablets genutzt werden. Die Punktfläche stellt das Fundament dar, auf dem deine Struktur dargestellt wird. Dieses kannst du nun per Multitouch skalieren. Wenn du mit der Größe zufrieden bist, klicke unten rechts auf den Geopunkt und schon wird die Kristallstruktur fest in deinem Kursraum verankert. Durch Klicken auf diese Struktur kannst du sie im Bearbeitungsfenster im Raum bewegen, rotieren oder skalieren. Danach kannst du dich frei im Raum bewegen und mit deinem Device sogar durch die Struktur hindurchgehen. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Bearbeiten der Aufgaben.